Noah, herzlich willkommen zu Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012, Folge 15. Tja, jetzt habe ich endlich ausgeschlafen. Ich war gestern echt überhaupt nicht mehr im Bett gewesen, weil ich noch so lange an dem Video gearbeitet hatte. Und dann war es schon spät am Abend und dann musste ich zum Bowling gehen. War echt grauenhaft gewesen irgendwie. Die Musik war scheiße dort. Lief die ganze Zeit so ein komisches Ballermann-Umta-Zeug. Und dann auch noch so laut, man konnte sich echt nicht mal unterhalten irgendwie, weil eben die ganze Zeit da dieses Zeug um die Ohren geflogen ist. Also diese ganzen Deppen, die dann da rumgerannt sind, die Kugel immer auf den Boden geschmissen haben, irgendwie anstatt sie anständig abzurollen. Schon heftig, ne? Weil da mal irgend so eine hässliche Kuh, die von der Nebenbahn rechts neben uns immer bei uns reingewandert gekommen ist, mit den Händen im Gesicht. So eine Scheiße. Damit mag ich eigentlich überhaupt gar kein Bowling. Das Problem war, die komischen Ergebnisse, die ausgedruckt wurden, die hat dann jemand anders mitgenommen. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, wie viele Ratten ich überhaupt geworfen habe. Das war schon scheiße. Aber ich habe bestimmt verloren. Aber ist ja auch egal. Ich bin ja nicht hier, um über Bowling zu reden. Wir sind ja schließlich nicht bei The Big Lebowski, sondern bei Freddy Krüger 91527 Weihnachtszeit 2012. Und das bedeutet, dass ich jetzt den Weihnachtskalender öffnen werde. Jawohl. Hey, ich habe die 15 sofort gefunden. Die ist hier im Fensterkreuz. Da ist ein Lebkuchen-Weihnachtsbaum, der genauso angenagelt ist wie mein Weihnachtskalender. Mit dem fetten Nagel. Geschenk. Ein erstes Gefühl und Cremezeug. Ein verdammt großes Stück irgendwie. Okay, hat man lange zu kauen. So, jetzt bin ich echt gespannt, wie das auf der Rückseite von dem Weihnachtskalender aussieht. Aber ich habe ja ein Messer, das heißt, das ist kein Problem, ihn danach zu öffnen. Genau, eins gibt es noch zu erwähnen. Es ist jetzt so übelst warm da draußen. Da sind irgendwie plus 1 oder plus 2 Grad oder so. Der Schnee auf meinen Mülltonnen draußen ist schon geschmolzen. Und auf den Autos sieht es auch schon ganz feucht aus. Wenn ich nachher dann mit meinem Fahrrad unterwegs bin, dann wird das bestimmt eine ekelhafte Matscherei werden. Ich habe immer noch kein Schutzblech vorne drin. Das heißt, dass mir diese ganze Sauscheiße wieder um die Ohren fliegen wird.
toll. Ja. Naja, mal sehen, wenn ich das fertig kriege. Ich muss nämlich bald los, irgendwie mal wieder. Ich habe noch viel zu tun.